Hallo liebe Boxsportfreunde, ihr seid hier bei K.O. & Co. Ich bin Samira und heute im Easy Gym in Berlin mit Caro Murat zum Interview verabredet. Wir sind hier im Easy Gym mit Caro Murat, der gerade schon eine Runde gemacht hat hier mit Jihad Ali Khan im Ring. Du gibst ja dein Comeback am 21.05. in der Inselparkhalle in Hamburg bei Universum gegen den Ungarn Scholtan Cera. Der hat seine letzten 7 Kämpfe verloren, aber er hat ja auch schon gegen ein paar Boxer geboxt, die man so in Deutschland kennt. Tahir Karovic, Tom Jensky, Adam Deines, Jürgen Loberstein. Ist das jetzt erstmal so ein solider Aufbaugegner oder was versprichst du dir von dem Kampf? Du hast ja lange Pause gehabt. Genau, also das ist jetzt ein Comeback und wir haben jetzt auch speziell einen Gegner ausgesucht, der natürlich auch sehr viele K.O.s hat, auch sehr viele Siege, auch Niederlagen. Das ist so ein Gegner, der natürlich zumacht und nach vorne kommt und reinknallt. Und das letzte Mal habe ich 2018 geboxt. Und ich denke, das ist schon ein angemessener Gegner für diesen Comeback. Um wieder reinzukommen. Und der hat ja auch Erfahrung in der Titelkämpfe auf jeden Fall gemacht. Im Hauptkampf ist Jan Kosubutski gegen Johan Dupart zu sehen ab 18.30 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Universum Box Promotion. Bist du da auch zu sehen? Ist dein Kampf da auch zu sehen? Weißt du das? Also ich bin mir sicher, dass man auch meinen Kampf sehen kann, auf jeden Fall. Auf das Kanal, wahrscheinlich auch Bild.de, was auch immer. Aber viel interessanter wäre, wenn alle Leute einfach nach Hamburg kommen und das Comeback von mir sich live angucken. Weil das wird, wie gesagt, es wird keine Ping-Pong-Schläge geben wie bei Dominik Beusel, sondern es wird wirklich richtig knallen. Man kann sicher noch Karten kaufen, deine Fans können. Ist ja nicht so weit, ne? Aus Berlin nach Hamburg. Du hast schon deinen letzten Kampf erwähnt gegen Sven Fornling am 15.12.2018. Hast du nach Punkten auch in Hamburg verloren? Lange nicht geboxt, woran lag das? Wolltest du eigentlich deine Karriere beenden danach oder hast du einfach Pause gemacht? Nee, also ich habe gegen Sven Fornling damals IBO-Weltmeisterschaft mein Schuld in der zweiten Runde verloren. Ich wollte den Kampf auch höllische Schmerzen nicht aufgeben. Mhm. Habe einfach weitergekämpft, habe ihn noch in der 12. Runde zu Boden geschlagen. Leider aufgrund meiner Aktivität sehr starke Schmerzen gehabt. Ich könnte ja nicht den Kampf gewinnen. Das ist jetzt für mich eine Geschichte. Und dass es so lange gedauert hat, hat ja Gründe. Ja, erstens, ich bin Vater geworden. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin nochmal Vater geworden, habe gesagt, jetzt genieße ich die Zeit mit meinem Sohn. Zweitens, es war ja Corona, man dürfte ja nicht trainieren, alles war versteckt, bla bla bla. Ja. Darauf hatte ich auch, ehrlich gesagt, keinen Bock. Jetzt sind alle Maßnahmen weg, jetzt habe ich gesagt, jetzt greife ich nochmal an und damit ist jetzt am 21. geplant zu kämpfen. Du hast jetzt 2 Söhne, ne, glaube ich? Ich habe 2 Söhne, 2 Töchter. Ach, auch 2 Töchter, ja. Okay. Und soll irgendjemand von denen auch mal irgendwann boxen oder eher nicht? Noch habe ich da keine Pläne. Also ich gebe die Kinder einfach jetzt Zeit, die sollen mit ihrer Kindheit einfach genießen. Okay. Und dann gucken wir, sind noch zu klein auch, wo die Reise hingeht. Ja. Mhm. Wie hast du dich in der Zwischenzeit jetzt nach der Pause fit gehalten? Hast du ganz normal weiter trainiert jetzt während Corona? Oder? Also ich habe während der Corona-Zeit zu Hause sehr viel Krafttraining gemacht. Ich habe ja zu Hause mein eigenes Fitness. Studio, sagen wir mal so. Okay. Da bin ich auch sehr viel joggen gegangen und jetzt auch letzten Zeit haben wir sehr intensiv mit Jihad Ali Khan trainiert, viel Technik, viel Tatzen, auch viel Partnerübungen und natürlich auch jetzt vor dem Kampf sehr viel nach Hamburg angereist, habe mit sehr guten Sparringpartner aus Universum Boxstall Sparring gemacht. Mit wem zum Beispiel darf man irgendjemand? Du hast ja auch eine Jacke, stimmt, da steht auch Universum. Ja, die ist auch sehr ja. Es gibt natürlich Gegner, die fallen mir die Namen jetzt nicht ein, okay. Aber die sind alle jung und alle sind auf Überholungsspur und die wollen alle nach vorne. Und das war für mich schon sehr gute Sparringstage in Hamburg. Wie lange warst du jetzt in Hamburg zum Also Sparring? Ich war 2 Wochen in Hamburg. Okay. Also bist du top vorbereitet? Ich bin ja top
vorbereitet für diesen Kampf. Ja. Okay. Bist du aktuell auch Vollprofi oder hast du noch einen anderen Job oder machst du nur Boxen? So jetzt? Nee, also ich bin aktuell Vollprofi. Das ist Luxus heutzutage. Ja. Ja. Also alles, was ich mache, mache ich. Also versuche zumindest hochprofessionell zu machen. Wer gehört noch zu deinem Team außer dein Coach? Auf jeden Fall, Giad ist dabei. Dann sind wahrscheinlich Arthur Grigorian oder Robert Harutinian, die sind dabei. Und wahrscheinlich mein Bruder. Mal gucken, der Team ist insgesamt jetzt fest, aber noch wissen wir nicht, wer alle in der Ecke steht. Hast du einen Manager oder Promoter jetzt aktuell oder machst du alles allein? Wie läuft das? Also ich mache das alles alleine und letztendlich Universum, Ismail Otto promotet mich auch. Und ja, ach echt? Ach, jetzt ja. Auch länger, auch nach dem Kampf weiter ja, sozusagen? Ja, ich hoffe, dass wir jetzt auch zusammen reingucken. Ja. Ach so, dass du da halt öfter boxen kannst, ja, auf den Universum-Cards. Genau. Du hast ja auch lange früher, gehörtest ja zum Team Sauerland in Berlin, wo ihr noch ein eigenes Gym hattet, Max-Schmeling-Gym. Was ist denn so der Unterschied, würdest du sagen, zu heute, wie du heute trainierst, wie du früher trainiert hast? Also ich muss ganz ehrlich sagen, es war früher schön, bei Uli Wegner, bei Team Sauerland, sehr schön. Aber das Leben geht ja weiter, man entwickelt sich auch mit der Zeit. In Berlin haben wir sehr viele Möglichkeiten zu trainieren. Ich muss auch ganz große Lob an Ismail Otto geben, Universum Gym. Also sowas hatte ich vor 15 Jahren erlebt, damals noch Fritz Dunek am Leben war. Es war wirklich Vollprofi. Ich habe meinen Handschuh angezogen, da kam schon jemand, hat die zugemacht. Dann kam einer, hat meinen Kopfschutzchen angezogen. alles mit Vollprofi, also es war unglaublich. Ja, also perfekt organisiert sozusagen mit organisiert, Team und ja. Immer jemand da. Ja. Also ist schon schön, wenn man noch ein paar Leute hat, ne, die genau. Sich um einen aufkümmern. Du wurdest ja sonst immer mit T am Ende geschrieben, jetzt schreibst du dich mit D. Hat es irgendeinen Grund oder war das früher immer falsch? Oder? Es gibt keinen wirklichen Grund. Also ich habe jetzt irgendwann mit der Zeit nachgedacht, Murat mit D am Ende ist viel kräftiger. Ah, okay. Also viel kräftiger als mit T geschrieben. Und ich habe da auch viel nachgedacht, das ist so richtig kräftig und an der zweiten Seite, es ist für mich auch eine neue Motivation, irgendeine Veränderung in meinem Namen und auch allgemein, ja. Wie so ein bisschen Neuanfang oder ja, neuer Beginn. Neuanfang, irgendwie. Genau. Aber du bist jetzt nicht sauer, wenn man dich weiter irgendwie mit T schreibt oder möchtest du gerne? Nee, ich möchte schon mit D. Mit D, ja? Also, ich habe das auch auf meiner Instagram-Seite und Facebook-Seite geändert. Auch auf dem Kampfplakat hat man das ja gesehen, deswegen frage ich so. Auf dem Kampfplakat und es wird auch in Zukunft so weitergehen. Und was war dein härtester Kampf bisher? Was würdest du da sagen? Also mein härtester Kampf, das war einmal, als ich dann Europameister geworden bin gegen den Campileo aus Spanien, der 2 Meter groß war. Und Uli Wegner hat mich in die Ecke gesagt, Junge, kämpf um dein Leben. Das war einer mein härtester Kampf. Und dann war der härteste Kampf, als ich in Hamburg IBO-Weltmeister geworden bin. Dieser Schützling von Don King, ich weiß nicht, wie der heißt, Trevel oder noch was. Der Schwarze, der hat mich in der zweiten Runde meine Rippen komplett durchgebrochen. Oh, okay. Ja, also das war einer der schwierigsten Kämpfe gegen Hopkins. Hopkins soll ich fragen, der nicht? Bernard Hopkins war ein schwieriger Kampf, aber insgesamt war auch schwierig mit diesen ganzen Medien und dieser ganze große Bühne und an sich dann der Kampf. Ja, ja. Der Druck sozusagen, die Termine genau, wahrscheinlich. Der ganze Druck, ne? Ja. Aber da müssen wir halt durch. Wie bewertest du die deutsche Boxszene aktuell so? Also aktuell ganz beschissen. Ganz beschissen. Warum? Und das, was wir jetzt am Wochenende gesehen haben von Dominik Beusel, das ist echt beschämend. Ich habe mich dafür geschämt, dass meine Trainer, Bramowski, da in die Ecke steht und sich von seiner Schüssling so beschämend kämpfen lässt, also da habe ich wirklich...
Also Gilberto Ramirez sozusagen der Kampf. Ja. Warst du enttäuscht von der Leistung von Böse oder hast du was anderes erwartet? Ich bin komplett enttäuscht, dass man in den Ring reingeht und so Ping-Pong-Schläge macht und am Ende sich in die Ecke rein, in die Hose kackt. Das hätte ich nicht erwartet, wirklich. Ich meine, wir haben ja alle verloren, wir haben verloren wie ein Boxer, wie ein Mann, aber nicht so wie ein Meme oder. Ja, er hat leider wirklich nicht viel geholt da, aber okay. Ich sag mal, das war ja Taschengeld für Dominik. Ja, klar, wollte er mitnehmen. Dann, wo wir gerade schon bei Böse sind, du hast ihn ja 2017 durch TKO in Runde 11 auch schon besiegt und dann wurde bis heute nie über ein Rematch nochmal verhandelt von SES oder gab es da mal Gespräche oder immer noch gar nichts? Ja, es gab's Gespräche, wir wollten ja nochmal das Rückkampf, wollten die eigentlich, weil Dominik behauptet hat, ja, der Ringrichter hat zu früh abgebrochen. Ah, okay. Dann haben wir gesagt, okay, kein Thema, machen wir nochmal Rückkampf. Es war ja auch enorme Rückkampffragen von allen Fans, die wollten das nochmal sehen. Aber die sind nie dazu gekommen, haben sich nie getraut, weil sie gedacht haben, es ist unmöglich, wahrscheinlich mit Fernsehverträgen, bla bla. Dann, ach echt, ja? Also es wurde kurz geredet und dann einfach nie wieder sich gemeldet. Nie dazu dann gekommen. Also, schade, auf jeden Aber Fall. Aber wie gesagt, schade. Jetzt ist alles offen. Alles offen. Jeder in Deutschland, der sich traut, gegen mich zu boxen, es sind einige Namen, die will ich, da will ich jetzt nicht sagen, die können sich gerne anstellen oder sich bewerben oder was auch immer. Video schicken. Ja, also wir können an Caro Murat. Ja, wir können kämpfen. Am besten mit großer Plattform. Ja. Hat dich denn 2020 die K.O.-Niederlage von Robin, also von Böse gegen Robin Krasnitschi gewundert oder warst du überrascht über diesen Kampf? Ich habe ehrlich gesagt diesen Kampf nicht gesehen, also live, habe auch nicht eingeschaltet. Also jetzt noch nie gesehen, dass wie Böse K.O. gegangen ist? Irgendwann mal habe ich gehört, dass er durch K.O. verloren hat. Ja. Das habe ich gesehen, ja. Und den zweiten Kampf auch nicht, das Rematch, was so umstritten war? Den zweiten Kampf auch nicht, ja. Okay, weil da wollte ich dich fragen, wie du es gepunktet hast, weil da war ja viel hin und her, wer da jetzt wirklich gewonnen hat. Zweiten Kampf auch nicht, ehrlich gesagt, aber ich will jetzt darüber auch nicht diskutieren. Das, was man, das, was vorbei ist, ist halt vorbei, muss man halt damit leben, ja. Mhm. Damals auch gegen Hopkins, als ich geboxt habe. Ich habe den Kampf eigentlich auch nicht verloren. Das wäre eigentlich ein Unentschieden, aber ich habe doch verloren, aber ist egal. Was hältst du so von diesen YouTuber-Boxkämpfen oder von Streamern? Ist ja auch bei Universum teilweise gewesen, dass da YouTuber in den Ring steigen. Findest du das eher Werbung für den Sport oder findest du es eher blöd so? Also wir müssen jetzt eins denken. Die Zeiten, die vor 15, 20 Jahren waren, die sind jetzt vorbei. Kein junger Mensch, kein auch Erwachsene haben erstmal Zeit, sich vor dem Fernseher zu sitzen, Boxen zu gucken. Es ist alles digital geworden. Das heißt, ich denke, das ist die Zukunft. Man muss das einfach akzeptieren. Okay. Auch jetzt mit dem Floyd Mayweather, dass er da mit seinem Sparringpartner in Dubai Kämpfe macht und so weiter, mit McGregor. Das muss man diese halt einfach akzeptieren. Halt so ein bisschen. Ja, natürlich, die Showkämpfe, dazu. Obwohl das mit Floyd jetzt erstmal abgesagt. Natürlich, man sollte jetzt den Boxsport nicht komplett versauen damit, sondern es sollte auch Showkämpfe geben, es sollte auch gute Kämpfe dabei sein. Also so eine Mischung ist das. Dass man von allem was mitnehmen kann. Dass man jeden vielleicht für jeden was anbietet auch. Genau. Und glaubst du, dass Tyson Fury nochmal sein Comeback im Boxring gibt irgendwann? Oder meinst du, der hat seine Karriere fest beendet? Ich bin fest davon überzeugt. Ja? Oh, das freut mich. Fest davon überzeugt. Oh, okay. Die letzte Frage. Hast du noch Kontakt zu irgendwelchen Sauerland-Kollegen von früher? Also gibt es da noch so Freundschaften oder redest du mit irgendwelchen von früher? Also ich habe sehr gute Beziehung mit Georg Bramowski. Ah, okay. Mhm. Ich habe sehr gute Beziehung zu Jack Kulkai damals. Ja, der jetzt ab und zu mal, ab und zu mal mit Abbas und ab und zu mal mit Marco Hub natürlich. Mhm. Wer gibt's da noch? Hast du mal irgendwas von Alexander Frenkel gehört? Den gab's ja früher auch mal. Ja, ne? Aber also Frenkel, ich habe ihn ja vor einigen Zeiten besucht. Ach, echt? Wieder, wie geht's ihm? In Werneck.
mal gut, mal gut, mal schlecht. Das sind ja Stufen. Er muss sich sich anpassen zu dieser ganzen Regel. Und es ist auch nicht leicht. Ich hoffe, dass es wieder ihm besser geht, dass wir ihn irgendwann mal in Freiheit leben, also grüßen. Okay. Wo ist er denn? Darf man das sagen? Okay. In Berneck. Dann grüßen wir mal Alexander Frenkel, weil er war ja echt ein sehr talentierter Boxer und lange hat man nichts gehört. Auf jeden Fall. Ich habe ja jedes Mal, wo ich ihn besucht habe in Berneck, über mein Instagram so eine kleine Spendenaktion gestartet, dass er Leute spenden will. Kann gerne mich anschreiben. So. Ja, ich habe ihn ja viel auch unterstützt finanziell und werden auch natürlich weiter tun. Kann man ja jetzt auch sich an dich wenden. Wer Frenkel unterstützen will, einfach Karo Murat anschreiben bei Instagram. Karo Murat mit D neuerdings. Willst du noch irgendwas sagen? Ja, am 21. Leute, kommt vorbei. Schaut mein Kampf, Comeback 22. Wie gesagt, es wird nur knallen. Es wird schon ein richtiger Highlight sein. Vielen Dank für das Interview. Danke auch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, abonniert unbedingt den Kanal und teilt das Video, darüber würde ich mich sehr freuen. Danke und ciao, bis zum nächsten Mal.